Köhler. Wo? Tag, Alwin. Tag, Frau Metzner. So, will er mal Besuch machen? Na ja, zu Vater in die Klinik. Tag, Johann. Tag. Und du? Oh, mal nach dem rechten Schau auf dem Neubau vom Kretschmar. Du, pass mal auf, wir sind doch alte Freunde, nicht wahr? Aber man sagt ja, in Geldsache gibt's keine Freundschaft. Warum zahlst du dir die Schulden nicht? Na ja, also, ich hab Außenstände, nicht? Sowas kann ja mal vorkommen. Mensch, Alwin, 23.000 Mark bekomme ich noch von dir. Die stecke da drin in dem Anbau. Hättest wenigstens mal die Hälfte überwiesen. Na ja, also ich kann dir ja, 2.000 kann ich dir überweisen am Montag. 2.000? 2.000 lange nicht. Du, apropos, ich hab zufällig der Altmüller getroffen. Da stehst du ja auch noch mit 5.000 in der Kreide. Richtig übernommen, sag mal. Aber was ist denn übernommen? Ich hab eine Nachzahlung vom Finanzamt, die ist mir dazwischen gekommen, nicht? Der kann denn den Vater nicht mal einspringen da? Also, der hat mir doch schon ein paar Mal ausgeholfen. Also, damit kann ich ihm nicht mehr kommen. Aber ich habe ja einen Großauftrag in der Apartmentsiedlung. So gut wie sicher in der Tasche. Also, da kommt ja wieder Geld in die Kasse. Hoffe was. Ich muss sonst nur den Gerichtsvollzieher abwickeln, Alwin. So leid's mir tät, ich muss meine Arbeiter zahlen. Also, mach's gut. Ja, ja. Du auch. Ja. Ich habe alles gehört. Dann ist ja gut. Mhm. Weißt ja Bescheid. Mehr als arbeiten kann ich auch nicht. Muss ich eben Angelika entlassen und du stellst dich wieder in den Laden. Alter, du spinnst wohl. Bevor sich das auswirkt, bist du doch längst bankrott. Nicht, wenn wir den kleinen Wagen verkaufen. Du sprichst nicht zufällig von dem Auto, das du mir zum Geburtstag geschenkt hast. Doch, davon spreche ich. Meine Pelzmäntel sind vor dir aber noch sicher? Man wüsste, dass Vater, ich meine, wenn man wüsste, dass er nicht wieder nach Hause kommt, dann könnten wir die Mansarde vermieten. Alfie, in den letzten 3 bis 4 Jahren war er zwar mehr in der Klinik als zu Hause, aber heimgekommen ist er doch bisher immer noch. Diesmal sieht es nicht so aus. Komm, unterschätzt die Ärzte nicht. Dieser ganze technische Gerätepark, der kostet ja Unsummen. Der muss sich doch auch amortisieren. Es ist nicht anders als in deinem Laden, nur bei denen klappt's. Bei Ach, dir nicht. Hör auf. Du redest und redest, aber wir können das alles doch gar nicht beurteilen. Aber beurteilen können wir, dass diese ganze Intensivpflege deinen Vater in den letzten Jahren Unsummen gekostet hat. Weil er nicht genügend krankenversichert ist, weil er ja unbedingt auch noch erster Klasse liegen muss. Und geht's ihm deshalb besser? Nein, schlechter. Aber ich kann doch ein Menschenleben, schon gar nicht das meines Vaters. Das kann ich doch nicht nach dem Gesichtspunkt der Rentabilität. Außerdem ist es sein Geld. Früher sind die Menschen still und friedlich gestorben, wenn sie hochbetagt und todkrank waren. Heute verdienen sich die Ärzte und die Pharmaindustrie erst mal dumm und dämlich, bevor sie einen abtreten lassen. Es ist sein Geld. Noch, mein Schatz. Noch. Was willst du machen, wenn sein letzter Groschen aufgebraucht ist? Dann sind wir doch dran. Was willst du dann Böhler und den anderen Gläubigern sagen? Tut mir leid. Ich kann im Moment beim besten Willen nicht bezahlen. Ich finanziere im Augenblick die Krankheit meines Vaters. Hör jetzt auf, ja? Oder willst du solche Gedanken noch im Kopf haben, wenn wir an sein Bett treten? Ach, da seid ihr ja. Ich dachte schon, ihr kommt nicht, weil heute doch verkaufsoffener Samstag ist. Es ist immer am ersten Samstag im Monat. Basel. Das hab ich mal weggegeben. Wir haben dir ein bisschen frisches Obst mitgebracht und deine Lieblingskekse. Wie geht's dir denn? Oh, heute bestens. Mhm. So. Post. Ach ja, wir haben dir die Post mitgebracht, hauptsächlich Bankauszüge und was vom Rentenversorgungsamt. Aha. Das ist womöglich der Bescheid über die Rentennachzahlung. Das lese ich in Ruhe, wenn ihr wieder weg seid. Man muss sich alles hübsch einteilen, damit man keine Langeweile hat. Im Geschäft alles okay? Ja. Übrigens, wenn die sich nicht entschließen zu einer Operation, na, dann bin ich doch in 1-2 Wochen wieder daheim. Um ein paar Tage später wieder eingeliefert zu werden. Ist doch wahr.
Das ist ein ewiges Hin und Her. Aber ich bitte dich, was soll man denn machen? Andere sind schlimmer dran als ich. Morgen, Frau Doktor. Eines Abend, guten Morgen. Danke. Bitte, wiedersehen. Wiederschauen. Ist doch nicht möglich. Ja, bringt man hier. Ich bekomme da von Ihnen eine Mahnung. Die Rechnungsnummer ist 4628. Das müsste doch bezahlt sein. Ist nicht bezahlt. Na ja, dann ist das ein Versehen. Ich überweise den Betrag. Für Hundefutter. Ich musste das teure kaufen. Aber schönen grünen Salat habe ich mitgebracht. Bei uns fressen ihn ja die Wildkaninchen. Sie haben keine Angst mehr vor Sherry. Sie wissen, dass er Ihnen nichts tut. Sag mal, du hast doch neulich die Überweisung mit zur Bank genommen. Vom Heizzell und so, ja, natürlich. Ja, die Mahne nämlich. Auch der Dachdecker. Na, sowas, natürlich war ich auf der Bank. Die Frage ist, ob du sie auch abgegeben hast. Ja. Man kann ja mal was vergessen. Nein, sowas vergesse ich nicht. Die Ölrechnung, die Dachreparatur und eine Gardinenrechnung war das. Ja, es ist eben noch nicht eingegangen. Nach über 2 Wochen? Katie, die Überweisungen stecken im Korb zwischen Reklamezettel und alten Zeitungen. Hab sie gerade dort gefunden. So eine Gemeinheit. Du weißt es und machst ein Verhör wie mit einem ungeratenen Kind. Katie, komm, beruhig dich. Ich will dich weder verletzen noch angreifen. Es ist doch auch kein Beinbruch. Aber wenn gleich 2 Mahnungen auf einmal ins Haus flattern, dann werde ich doch noch fragen dürfen. Was denn? Ob ich es vergessen habe? Wozu denn? Du weißt es doch. Du hast doch die Scheine schon gefunden. Ja, ja, ich bin vergesslich. Und dein Gewissen auch noch nicht einmal zu. Ich werde eben alt, alt. Ach, meine Güte, ich muss ja zum Dienst. Ich weiß genau, dass ich sie nicht abgegeben habe und fragt mich. Sie will mich nicht verletzen, aber sie fragt mich. Willkommen. Die quatschen alle über das Alter. Aber was das ist, das wissen sie nicht. Als ich so alt war wie die, hat bei mir auch noch alles funktioniert. Und weißt du, was hinter all dem dahinter steckt? Sie wollen eine neue, junge Haushälterin. Ich bin ihnen zu tüdelig, zu unzuverlässig. Doch, Sherry. Ja, wiedersehen. Aha. Da ist ja, ich gebe sie nachher gleich. Wie soll ich das machen? Na, ja, meinem Vater geht's heute gut, was? Ja, danke. Ja, ja, und das ist ja sehr erfreulich. Ja, trotzdem würde mein Mann Sie so gern etwas fragen. Ja. Ja. Ja, ist es denn so schwierig? Naja, weil unser eins von Medizin und so ja nicht so viel versteht. Ja, die Frage ist einfach, wie lange macht es denn noch? Herr Metzner, Ihr Vater ist 75 Jahre alt. Er leidet an starken Durchblutungsstörungen.
Die Niere arbeitet nur noch sporadisch und auch der Diabetes ist nur noch schwer in den Griff zu bekommen. Wissen Sie, es ist einer jener Fälle, wo es gewissermaßen morgen zu Ende sein kann. Aber mit etwas Glück auch erst in ein paar Jahren. Glück nennen Sie das? Bitte? Aber das ist doch auch eine Qual für ihn. Frau Messner, ich könnte Ihnen zwei Patienten zeigen, für die es eine Qual ist. Aber Ihr Vater empfindet ja durchaus noch Lebensfreude. Und wissen Sie, Lebensfreude kann einem Patienten sehr viel mehr Kräfte geben, als all unsere Medikamente da. Herr Doktor, Telefon. Ja, ich komme. Entschuldigen Sie mich bitte. Und schönes Wochenende. Danke. Wie lange macht er es noch? Wenn du so fragst, dann winden die sich doch mit Bravour raus. Warum fragst du nicht ganz einfach, ob sich dieser Aufwand überhaupt noch lohnt? Dann frag du das doch. Ja, das mache ich auch. Was? Jetzt beim Chefarzt. Komm, wir melden uns an. Aber ich kann... Nun komm schon. Dr. Wolter, bitte in den OP. Dr. Wolter, bitte in den OP. Hat's dir geschmeckt? Mhm. So, ihr Lieben, hier ist euer Nachtisch. Ja. Ich muss jetzt leider los. Warum? Wir wollten noch Boot fahren. Angie, bitte, jetzt fang nicht wieder von vorne an. Ich hab's dir jetzt schon dreimal gesagt, ich habe heute Dienst. Immer was für Dienst. Oh, ne, übertreib nicht. Ich habe genau jeden dritten Samstag Dienst. Außerdem kannst du doch mit Udo Boot fahren gehen. Ja, und mit Claudia, falls sie nichts Besseres vorhat. Tschüss, Spatz. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Schönen Nachmittag. Danke. Danke. Zeigen wir Claudia mal unseren Geheimplatz im Schiff? Wir wissen ja noch gar nicht, ob Claudia überhaupt mitkommen will. Nein, danke. Warum denn nicht? Mama hat es doch erlaubt. Es geht nicht darum, ob Mami das erlaubt. Es geht darum, ob Claudia das überhaupt will. Sie hat nämlich heute ihren freien Tag. Darum geht's auch nicht. Es geht darum, ob Sie wollen, dass ich mitfahre. Mache ich den Eindruck, als ob ich Sie nicht dabei haben will? Na gut, ich hole meine Badesachen. Oh, fein. Du hast wohl gar keine Lust. Doch, natürlich. Ich meine wegen Claudia. Du magst sie wohl nicht. Doch, Angie, ich mag sie. Weißt du, ich glaube, du bist noch ein bisschen zu jung, um das zu verstehen. Immer wenn Erwachsene etwas nicht sagen wollen, dann sagen sie, das verstehen wir Kinder noch nicht. Stimmt, hast du recht. So, jetzt aber schnell. Es wird zu spät. Brinkmann? Vollmaß. Rufe ich gerade zu einem ungünstigen Zeitpunkt an? Nein, nein, es geht. Ich habe gerade eine Leberpunktion hinter mir. Ich glaube, ich habe mich dabei wie der erste Mensch angestellt. Sind Sie etwa in der Nähe? Nein, diesmal nicht. Ich bin im Institut. Warum ich anrufe? Unser Forschungsauftrag ist verlängert worden. Ja, der, an dem Sie mitgearbeitet haben. Ihr Bericht über die Verschiebung der Leukozyten bei allergischen Anfällen hat Beachtung gefunden. Ja, an allerhöchster Stelle. Der Zwischenbericht soll sogar veröffentlicht werden. Das freut mich. Danke. Ja, warum machen Sie nicht wieder mit? Bitte? Ja, warum wollen Sie nicht formulieren, was in erster Linie Ihre Arbeit war? Und es geht doch nicht. Ich bin hier fest eingespannt. Na ja, ein, zwei Wochen werden Sie sich doch freimachen können. Länger dauert's auch nicht. Ja, sind Sie noch dran? Ja, ja. Ja, ja, liebe Kollegin, achten Sie den wissenschaftlichen Wert nicht zu gering. Ihr Name unter dieser Veröffentlichung ist nicht ohne Bedeutung. Hm. Wann wäre das denn? Ja, spätestens nächsten Monat. Fragen Sie meinen Mann. Wie bitte? Ja, ich möchte das nicht hinter seinem Rücken entscheiden. Er ist mein Weiterbildungsermächtigter, wie es so schön heißt. Na gut, ich frage ihn. Und sonst, wie geht es Ihnen? Sehr gut. Ihnen auch? Ja, mittelmäßig. Aber wenn Sie dann kommen, dann geht es mir ganz bestimmt besser. Also, nicht zu früh kapitulieren, sollte es zwischen Ihnen zu Strittigkeiten kommen. Nein, nein. Und dazu ist die Sache viel zu reizvoll für mich. Na ja, Sie haben ja selbst erkannt, was für ein analytisches Genie ich bin. Ja, und ich werde auch nicht aufhören, das zu fördern. Also dann, auf Wiederhören. Wiedersehen? Ja,
Gerne. Kann ich? Er telefoniert gerade. Ach nein, er hat schon aufgelegt. Hat Schäfer eigentlich... Störe ich? Nein, nein. Hat Schäfer die Röntgenaufnahmen vom Bergner nach Frankfurt geschickt? Ja, ja, das ist erledigt. Ah, gut. Herr Professor, Metzner ist mein Name. Der Vater meines Mannes... Sie müssen ein paar Minuten warten. Ich habe jetzt eigentlich keine Sprechstunde. Komm her. Der Dr. Vollmers hat eben angerufen. Ach, hat er schon angerufen? Was ist denn? Ich wusste nicht, dass es zwischen euch verabredet war. Wieso verabredet? Mir gegenüber hat er getan, als wüsstest du noch gar nichts von diesem Angebot. Das ist ein Missverständnis. Also, keine Verschwörung, wie dir das vielleicht vorkommt. Ich habe Dr. Vollmers lediglich gebeten, mit dir darüber zu sprechen, weil du... Na ja, lieber Gott, weil du mein Chef bist. Ich kann doch nicht zusagen ohne dein Einverständnis. Also fair ist das nicht, du. Was ist das nicht fair? Na, so zu tun, als käme alles auf meine Zustimmung an. Als müsse man mit Taktik und psychologischer Raffinesse vorgehen. Und nicht nur etwa, weil ich dein Chef, sondern weil ich dein Mann bin. Na, jetzt wird's aber kompliziert, ne? Nicht durch mich. Ihr habt es kompliziert gemacht. Na, was ist kompliziert daran, wenn ich möchte, dass du damit einverstanden bist? Es setzt mich in ein falsches Licht. Wie kann ich wollen, dass du hier bleibst, wenn du weggehen möchtest? Ich möchte nicht gehen, wenn du willst, dass ich bleibe. Aber wenn du gehen möchtest, dann will auch ich, dass du gehst. Ich bin doch nicht dein Gefängniswärter. Könnte es sein, dass jedes weitere Wort das Missverständnis nur vergrößert? Ja, das könnte allerdings sein. Also, dann sage mir nur noch, was du Dr. Vollmers geantwortet hast. Das natürlich ist, dass du die Arbeit annimmst. Ja, worüber streiten wir dann? Über das Verfahren! Ach, komm, lassen wir es jetzt. Scheint ja heute einen schlechten Tag erwischt zu haben. Hab schon Käthi gekränkt, ohne es zu wollen. Ach so, womit denn? Sind Mahnungen gekommen, weil Käthi vergessen hat, die Überweisungen abzugeben. Ich war so unverschämt, Käthi zu fragen, ob sie sie wirklich abgegeben hat, obwohl ich schon wusste, dass sie es nicht getan hat. Also klug war das nicht, du. Besser wäre es gewesen, du hättest die Überweisungen stillschweigend veranlasst, um mir die Konfrontation mit ihrer Vergesslichkeit zu ersparen. Nee. Ich werde Sie um Entschuldigung bitten. Oh, deswegen, was heißt denn das schon wieder um Entschuldigung? Herrgott, noch mal, ich bin auch nicht vollkommen. Das hat mich halt blöd benommen, nicht? Ja, ein bisschen schon. Was? Entschuldige. So, und damit wollen wir den Versuch einer Ehekrise bitte beenden, ja? Hallo, hallo. Das ist aber eine Freude. Schon die ganze Woche habe ich hier nachmittags auf unserer Bank gesessen und gewartet. Auch heute wieder. Ich wollte gerade heimgehen und dann dachte ich mir, na, also 5 Minuten wartest du noch. Und da kommen sie. Aber Schmuck sehen sie aus. Schmuck und elegant. Bitte. Ich habe mich geärgert. Oh. Und da habe ich mir eben freigenommen. Genommen? Ja, das scheint mir aber ein richtiger Schritt in die richtige Richtung zu sein. Wer hat Sie denn geärgert? Die junge Frau Doktor. Ich habe etwas vergessen. Und da hielt sie es für angebracht, mich wie ein dummes Ding zu behandeln. Ich habe ja auch schon viel vergessen, aber deshalb hat mich noch niemand als dummen Jungen bezeichnet. Na ja, ein bisschen bockig und uneinsichtig war ich wohl auch. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Sie wollen nur nichts auf Ihre Herrschaft kommen lassen. Deshalb haben Sie wieder den Rückzug angetreten. Aber ich sage Ihnen, das haben Sie nicht mehr nötig. Ich habe an Sie gedacht heute. Oh, das freut mich auch. Wissen Sie was? Ich lade Sie mal zu einer Tasse Tee bei mir ein. Einverstanden? Sie meinen, ich soll bei Ihnen in Heim? Ja, Heim. Das ist wie ein exquisites Appartement in einem ersten Hotel. Naja, ich könnte ja mal kommen. Wer ist am Donnerstag recht? Liebe Frau, es wird mir ein Vergnügen sein. Nehmen Sie Platz, bitte. Danke. Es ist dein Vater. Aber du wolltest doch... Kommen Sie. Ich nehme an, es handelt sich um die Operation Ihres Vaters. Ja. Tja, Dr. Römer und ich, wir sind noch zu keinem endgültigen Resultat gekommen. Eine Gefäßtransplantation in diesem Alter ist nicht ganz risikolos. Ja, darum geht es uns im Augenblick überhaupt nicht. Wir wollten fragen, welchen Sinn das alles überhaupt noch hat. Welchen Sinn? Ja. Ja, heute geht es ihm ja gut. Und morgen vielleicht auch noch, aber übermorgen muss er wieder auf die Intensivstation. Wird an Schläuche und Apparate angeschlossen, ist mehr tot als lebendig. Und das geht nun schon seit 2 Jahren so. Rein in die Klinik, wieder raus. Ist denn das nun barmherzig? Barmherzig? Ja, meine Frau meinte, ob all diese Maßnahmen das Leiden nicht nur verlängern. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus wollen, Herr Metzner. Ihr Vater ist ein schwerkranker Mann. An eine 100-prozentige Wiederherstellung seiner Gesundheit ist nicht zu denken. Insofern wird natürlich durch unsere Behandlung nicht nur das Leben, sondern auch das Leiden verlängert. Aber dieses Leiden ist zumutbar und wird von dem Patienten auch als zumutbar empfunden. Naja, Sie haben es ja nicht, dieses Leiden. Sie halten vielleicht nicht viel von dem Recht des Menschen auf einen würdigen Tod. Sie erliegen vielleicht der Faszination des technisch Machbaren. Mir ist nicht bekannt, Frau Metzner, dass Ihr Schwiegervater einen Behandlungsabbruch gefordert hätte. Er zeigt zum Beispiel auch keinerlei Unwillen, ans Dialysegerät angeschlossen zu werden. Und das technisch Machbare interessiert mich nur, wenn es den Menschen wirklich hilft. Aber ich glaube, Sie haben wenig Ahnung von der Gerätemedizin, nicht? Oh, doch. Ich weiß zum Beispiel, was es kostet. Sie oder Ihren Schwiegervater? Sehen Sie, Herr Professor, wir sind in einer wirtschaftlich sehr schwierigen Lage. So. Und darum soll ich die Intensivbehandlung einstellen? Das Beatmungsgerät abkoppeln? Weil Ihr Laden schlecht geht? Kommen Sie. Gehen wir zusammen zu Ihrem Vater. Sagen Sie ihm, dass Sie pleite gehen, wenn er sich nicht endlich entschließt zu sterben. Kommen Sie. Das habe ich doch gesagt. Ihr Vater, Herr Metzner, möchte nicht sterben. Er will leben. Und ich glaube, das ist ein gutes Recht, nicht? Sagen Sie mal, wie reden Sie eigentlich mit mir? Ich werde mich über Sie beschweren. Ich bitte darum. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Guten Tag. Komm. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Ihr wisst ja nicht mal den Text. Können Sie ihn denn? Na klar. Also ja. Bitte nochmal. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Eine Seefahrt, die... Alles klar zu wenden. Alle Mann Steuerbord. Aye, aye, Captain. Aber zack, zack. Sag mal, wo ist denn Steuerbord? Na, hier? Nee, hier. Also, überredet. Ich gehe lieber auf Heimatkurs. Ich habe Hunger. Ich auch. Hoffentlich beißen die Fische an. Anbeißen?
Da glaubst du, ich gehe ohne Angel außer Haus? Na, nur unsportliche Leute kaufen am Kiosk. Überhaupt nicht zu lachen. Der See ist voller Fische. Es kann sich nur noch um Sekunden handeln. Kann ich ein bisschen schwimmen? Bist du verrückt, Angie? Du vertreibst mir die ganzen Fische. Außerdem seid leise. Ich weiß nicht. Früher habe ich mehr Glück gehabt beim Fischen. Wo ist denn Claudia? Ach, die ist Holz holen gegangen. Ja, die ist Holz holen gegangen. Drei frische gebraten, bitte. Was macht das? 15 Mark, bitte. Vorsicht, ist ganz heiß. Ja. Danke. Wiedersehen. Wie alt er ist. Und schmeckt er. Mhm. Probieren kann ich ja mal. Hm? Nicht schlecht. An der Fischbude stand frisch gefangen. Trotzdem unsportlich ist es. Und kosten tut's auch was. Hier kann's noch mehr kosten. Wieso? Da. Ich muss mal mit dir reden, Klaus. Ist es wichtig? Für mich ist es sehr wichtig, ja. Du hast mir da neulich die Banküberweisung mitgegeben und nun... Aber die Geschichte kenne ich doch schon, Katie. Lass es bitte. Nein, du kennst die Geschichte wahrscheinlich nur aus dem Mund von Christa, weißt du. Ich streite ja gar nicht ab, dass ich manchmal etwas ungeschickt und auch vergesslich bin. Ja, aber dann sei es auch bitte jetzt, ja? Und vergiss das Ganze. Wir werden die Mahnungen verschmerzen. Christa hat nur einen kleinen Schreck bekommen. Das ist nun aber auch nicht recht.
dass du das so abtust, wenn ich mal eine klärende Aussprache herbeiführen will. Du, Käthe, ich hatte einen schweren Tag, ja? Ich auch. Also, wenn jemand schon weiß, dass ich etwas vergessen habe, mich aber noch einem Verhör unterzieht, um meine Vergesslichkeit auch richtig auszukosten. Ja, das deckt sich alles mit dem, was Christa erzählt. Du, entschuldige, ich kann mir diesen Scheißkram nicht zweimal anhören. Zumal Christa auch weiß, dass sie nicht ganz korrekt gehandelt hat. Scheißkram nennst du das? Wenn mir innerlich etwas zu schaffen macht, dann nennst du das Scheißkram. Sag mal, Käthe, was willst du eigentlich? Hä? Soll ich Christa an deiner Gegenwart beschimpfen oder was? Du hast was verbummelt und sie hat's gemerkt. So, und jetzt lass uns bitte zur Tagesordnung übergehen, ja? Nein. Was heißt das, nein? Nein. Wenn du in diesem Ton mit mir sprichst, können wir nicht zur Tagesordnung übergehen. Vor ein paar Stunden habe ich noch zu Herrn Taubrich gesagt, was für ein feiner und gerechter Mensch du bist. Jawohl, fein und gerecht. Das habe ich zu ihm gesagt. Und jetzt behandelst du mich so beleidigend. Wer ist denn das, dieser Herr Taubrich? Ein Bekannter von mir aus dem Seniorenheim. Also gut. Lass uns trotzdem Frieden schließen, ja? Ich möchte, dass du die 10 Mark Mahngebühren von meinem Gehalt abziehst. Ich glaube, du bist heute mit dem verkehrten Bein aufgestanden, du. Lass mich schlafen jetzt, ja? Aber die Sache ist nicht aus der Welt. Ich gehe nämlich nicht zur Tagesordnung über. Das wirst du sehen. Ja, ist schon gut, ist schon gut. Coronasklerose? Okay. So. Der Puls ist aber sehr schwach. Jetzt ist er weg. Kommt wieder. Die Enzymdiagnostik läuft noch. Die Enzymwerte sind erhöht. Also doch ein Infarkt. Ja. Frau Messer. Ja. Gut, dass er angeschnallt war, nicht?
Nee, ja, ja. Die Verletzungen sind ja nicht das Schlimmste, wissen Sie, ein paar Rippenbrüche, ein paar Prellungen. Aber die Unfallursache war ein Herzinfarkt. Herzinfarkt? Ja. Schlimm. Sehr schlimm. Besteht Lebensgefahr? Ja. Ohne die schnelle Hilfe im Rettungswagen hätten wir jetzt überhaupt keine Chance mehr. Kann ich ihn auch gar nicht besuchen? Nein, daran ist vorläufig nicht zu denken. Frau Metzner, Ihr Mann lebt im Augenblick fast ausschließlich durch die Apparatur unserer Intensivstation. Das ist alles so unbegreiflich. Er fährt weg, wie immer, sagt Schwiss. Eine halbe Stunde später. Herzinfarkte kommen meistens wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Ja. Auf einmal zwei Kranke in der Familie, Vater und Sohn. Ich stehe da. Ich stehe da, ich kann das alles gar nicht fassen. Ich glaube das alles noch gar nicht. Ich denke immer, er ist doch angeschnallt, da kann nicht viel passieren. Höchstens mal ein Rippenbruch oder so. Frau Metzner, soll ich Ihnen vielleicht ein Beruhigungsmittel... Nein, nein, nein. Weiß sein Vater schon, dass... Nein, nein. Wissen Sie, wir haben im Augenblick alle Hände voll damit zu tun, dass wir... Ja, ja, ich komme schon. Das... Ach, Schwester Ina, bitte einen Moment, ja? Entschuldigen Sie mich. Frau Metzner, ja. Kommen Sie bitte mit. Was hat sie denn? Meinen Sie, weil Ihr Schwiegervater gestorben ist? Das wäre doch ein Grund zur Freude. Ihr Schwiegervater ist nicht gestorben. Ihr Mann ist eingeliefert worden. Infarkt. Was nennt der schwere Infarkt? Das ist Metzner? Hm. Na und? Es sieht nicht sehr gut aus. Das Reizleitungssystem ist in Mitleidenschaft gezogen. Wie stark ist noch gar nicht zu übersehen, aber die Herzfunktion ist schon erheblich gestört. Übrigens haben die bei mir vorgefühlt, ob denn diese geldverschlingende Intensivmedizin überhaupt nötig sei. Bei seinem Vater. Jetzt braucht er sie selbst. Ja, ja, deswegen habe ich sie vorgestern fast rausgeschmissen. Ah. Weißt du, was die mir gesagt hat? No. Vielleicht haben die keine Ahnung von dem Recht eines Menschen auf einen würdigen Tod. Und jetzt das. Es ist, als ob der liebe Gott seine Hand im Spiel hätte. Komm, komm, komm. Würdest du Freude empfinden über eine Strafe, die so schnell auf dem Fuß folgt? Oh nein. Das siehst du. Wir tun unser Bestes, ganz gleich, ob nun einer ein Stinkstiefel ist oder nicht. Ja, ja, wenn die Leute das nur endlich begreifen würden, ne? Mhm. Ja, habe ich zu viel versprochen? Nein. Sie haben mir nicht zu viel versprochen. Aber wir wollen unseren Tee nicht kalt werden lassen. Nein, 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 nein. Sie sind der Gast. Ein Kekschen dazu? Ja, danke. Naja, so werde ich nie wohnen können. Dazu fehlen mir die Mittel. Nun, hier ist ja Platz für zwei. Dankeschön. Na, Frau Metzner, was gibt's denn? Ich weiß gar nicht, wie ich beginnen soll. Ist auch gar nicht nötig. Die Apparatur wird nicht abgeschaltet. Weder bei Ihrem Schwiegervater noch bei Ihrem Mann. Ich habe mich unmöglich aufgeführt. Ich kann es noch krasser sagen. Ich habe mich versündigt. Das ist jetzt die Strafe. Ach, Frau Metzner, ich glaube nicht, dass der liebe Gott eine Querverbindung zwischen einer Alterssklerose und einem Herzinfarkt herstellt. Ich rede mir das aber ein. Danke. Sie hätten auch ganz anders reagieren können. Ja, das habe ich auch. Ja, vorige Woche, als Sie mit Ihrem Mann hier saßen. Als Sie raus waren, habe ich gesagt, so ein Drachen. Aber wir haben doch jetzt ganz andere Sorgen, nicht? Ihr Mann muss wieder gesund werden. Hm? Ja.
Vielen Dank, Herr Professor. Was ist das? Eine Kündigung. Von wem? Von Katie. Zum 1. September. Ach, auch das noch. Kannst du kochen? Ich werd's probieren.